Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ein Tag persönlicher Koch in einem gänzlich unbekannten Setting. Und ihr seht es vielleicht schon an der Schürze, die Bernd hier trägt. Ich bin heute nicht der Koch, sondern Bernd. Du hast es geschafft, mich jetzt hinter dir herzubekommen. Ja, relativ schwer sonst. Du kochst ja sonst fast nie. Fast nie. Nein, das machst du hier für mich gekocht. Ja. Und das ist ja die logische Schlussfolgerung, dass wir heute hier zusammenstehen. Ne? Ganz recht. Das habe ich vor Ewigkeiten schon mal gemacht. Einmal hat Sturmi für mich gekocht, einmal hat Eric für mich gekocht. Und ich dachte mir, ich will einfach mal einen Tag von Bernd bekocht werden. Deshalb habe ich frech gefragt, ob wir heute mal das Ganze umdrehen sollen. Bernd bekocht mich. Bernd, was gibt es denn zum Frühstück? Guck mal, das, was du dir gewünscht hast. Du hast dir ja drei Sachen von mir gewünscht. Ja. Die erste Sache war ein Breakfast Burrito. Oh. Ja. Das ist eine Sache, habe ich dir gesagt, würde ich niemals selber essen. Ja. Habe mich aber von unserer gemeinsamen Reise, also wir haben uns ja in Los Angeles getroffen, ja. Habe mich da so ein bisschen inspirieren lassen, weil gegenüber von meinem Hotel war ein Sandwichladen, okay. Zu dem ich morgens gegangen bin. Und ja. Die haben sehr, sehr coole Sandwiches gemacht. Ja. Und ich habe mir gedacht, das, was du da gefrühstückt hast, das könnte man doch auch in einem Burrito rollen. Ja, ich glaube, also ich habe das noch nie gemacht. Die Fallhöhe ist relativ hier. Ach, das die Fallhöhe ist nirgendwo. Ja. Ich bin mir sicher, es wird übertrieben geil, was du kochst. Aber ich finde den Ansatz jetzt gerade spannend, weil es gibt ja so den Breakfast Burrito. Du machst das aber frei Schnauze. Deshalb machen wir es jetzt wie folgt. Ich lehne mich jetzt einfach zurück und der Bernd erklärt euch mal, was er Schönes macht. Deshalb Bernd, the stage is yours. Danke, dass du das heute mitmachst und ich freue mich auf ein geiles Frühstück. Für keinen hätte ich schon lieber gekocht. Geil. So, wir starten mit, ich will ganz kurz erklären, was wir da reinmachen. Und zwar hatte ich so ein Sandwich gegessen, das war so ein Italian Sandwich hieß das Ding. Und dann hat er immer einen gekochten Schinken drin gehabt, einen Parmaschinken und eine Mortadella. Da habe ich mir gedacht, das war so geil, ein bisschen Salat, so BLT-mäßig. Und das war einfach morgens so, es war einfach ein gutes Ding für $15 oder so. Ne? Das war relativ günstig tatsächlich. Und ich habe mir gedacht, okay, das kann man doch einfach aufpimpen. Wir machen zu so einem klassischen Breakfast Burrito, dass das irgendwie auch noch zum Thema passt. Ein paar Hash Browns mit rein. Ich werde ein paar Rühreier mit reinmachen und wenn es irgendwie passt, noch Avocado und ja, vielleicht noch so ein bisschen Mozzarella oder Burrata oder je nachdem, was hier noch so rumfliegt. Starten würde ich auf jeden Fall aktuell mal mit den Hash Browns. Ne? Die rohen Kartoffeln einfach über die Reibe ziehen und schauen, dass du schöne, lange so Streifen hinkriegst, die nachher dann knusprig werden beim Braten. Guck mal, das ist natürlich viel besser als mit der Hand gerieben, wenn du hier so eine Trommelreibe hast, wo du einfach durchdrehen kannst. Jedes Stückchen ist gleich lang. Das für kleines Geld machst du dir da echt das Leben einfacher. Ne? Würzen ist auch relativ einfach. Wir machen ein bisschen Muskatnuss, Salz und Pfeffer dran. Und da darf ruhig ordentlich frische Muskatnuss dran. Ich stehe da voll drauf. Ich hoffe, der Max mag das auch. Das soll ja alles gut gewürzt sein. Wobei natürlich noch Bacon da reinkommt, Schinken reinkommt und so. Da machen wir, sag ich mal, salzmäßig heute irgendwie halblang. Ne? Gucken, dass überall ein bisschen was dran ist. Ja, die Grillplatte habe ich mir ja schon vorgeheizt. Einmal ein bisschen Pflanzenöl drauf und dann Kartoffeln auf die Platte. Muss einfach gut passen. So, das darf schon mal braten. Dann können wir uns ja schon mal hier so ein bisschen was von Pancetta vornehmen. Und dann machen wir uns jetzt hier, ja, wie eine Art knusprigen Bacon draus, ne? Dann legen wir einfach mal hier mit drauf und dann kann der das tun, was er tun muss. So, während das hier vor sich hin brät, können wir noch ein bisschen Rührei vorbereiten. Erstmal so 4 bis 5 Eier, auch ein bisschen Salz, nicht so viel. Ein bisschen Pfeffer mache ich auch rein. So, das ist geil. Dann Schluck Sahne, nur ein bisschen. Ich will die gar nicht so, ja, weißt du, was ich meine? Nicht so ganz so komplett homogene Masse, sondern ich mag sie so genau, wie sie jetzt sind. Boah, wie durchsichtig das dann wird. Das ist so geil. Da siehst du natürlich auch die Qualität der Sache. Es duftet schon so unglaublich gut. Ist so, gell? Und das ist mal wieder, da merkt man, dass du wirklich Erfahrung hast. Du hast das jetzt gerade in der Zeit gemacht, in der ich wahrscheinlich gefühlt den Speck geschnitten hätte. Ne? Ja, das geht schon relativ zügig von der Hand. Hash Browns. Ja, wenn man weiß, wie. Ja, ich dachte wegen Breakfast halt, weißt du? Ja, klar. Da gehört es ja irgendwie schon auch da rein. Du weißt ja, dass ich die amerikanische Küche liebe und so ein Hash Brown in einem Burrito ist schon pervers. Also beim Hauptgang heute hast du der amerikanischen Küche ja losgesagt. Ja. Boah, das wird richtig cool, weil den Gang, den es heute Mittag gibt, habe ich mir gewünscht, weil es das einfach nirgendwo mehr gibt. Das ist für mich so ein nostalgischer Kindheitsklassiker. Und es ist so geil, dass Bernd mir heute zubereitet. Ich lass dich mal machen, ich will dich gar nicht zulabern. Ich habe ja gesehen, wie du letztens Rühreier gemacht hast. Da habe ich mir gedacht, hä, echt? Nein, Spaß. Also, es gibt noch Rührei dazu. Und das ganze Ding kommt ja gleich eh nochmal als Burrito auf die Grillpfanne. Und da kommt so viel kaltes Zeug rein, dass der eh nicht heiß sein wird. Ne? Also, da kann man sich schon mal von verabschieden, von dem Gedanken. Rührei drin, Pfanne steht jetzt auf 6 von 9. Und dann ist halt mein Ansatz immer von außen nach innen. Und das machst du einfach die ganze Zeit. Ne? Ich will nachher hier so, siehst du, was ich in der Mitte dann so für Berge bilden? So, die will ich haben, weil dann hast du da ein einfach geiles, fluffiges Rührei, was du nachher auch direkt so aus der Pfanne raus verwenden kannst. So, dann werden wir uns doch mal angucken, was die Industrie uns hier vorbereitet hat. Die sind jetzt ein bisschen zu klein, meiner Meinung nach, für mich. Aber wir werden es schon hinkriegen. Die packen wir auch gleich noch mal kurz dann auf die und dann rollen wir ein. Was ich auf jeden Fall noch machen möchte vorher, ein bisschen Senfmayo. Als Unterlage haben wir echt so eine geile, hochwertige Mayonnaise. Die ist schon mit ein bisschen Senf gemacht. Und dazu kommt hier so ein grober, alter Senf, auch so ein Dijon-Senf. Guck mal, wie geil der aussieht. Ja, das ist eine ganz andere Konsistenz. Das ist eigentlich fast wie Kaviar, ne?
Da geht jetzt hier mal so ein Löffelchen mit rein. Und dann werden wir das hier einfach zusammen glatt rühren. Und da haben wir einfach zwei hervorragende Produkte. Die Mayo schmeckt wirklich wie selber gemacht. Ja, guck dir das an. Konsistenz auch einfach top. Ja, dann würde ich sagen, bist du wieder kann da? Kann das nicht mehr. Bist du wieder ich da? Ich merke hast du Hunger, oder? Ich merke jetzt erstmal, was ich meinen Gästen eigentlich antue. So warum? Diese Gerüchte, die in der Luft liegen. Ah. Also gefühlt, ne? Das erinnert mich gerade so an, als ich noch zu Hause gewohnt habe, meine Mama hat irgendwas Leckeres gekocht. Oh, man so sonntags, so, du liegst noch so ein bisschen im Bett oben und unten riecht schon geil. Man riecht das, man will immer, so und man wartet darauf, so, wann ruft die endlich das fertig ist. Doch, Max, Essen! So ein Ding, weißt du? Oh. Du machst die Playsee aus, gehst runter. Ja. Also genau so. Jetzt haben wir ja weitgehend alle Komponenten fertig. Jetzt geht es nur noch ums Zusammenbauen. Dafür machen wir den hier mal kurz warm, dass er sich so ein bisschen, ja, dass er sich ein bisschen geschmeidiger anfühlt. Und jetzt gibt es hier ein bisschen von der geilen Senfmayo drauf. So, da ein bisschen Salat und dann gehen wir mal her und fangen mal, wir fangen hier mit Schinken an. Und wisst ihr, was ich jetzt mache? Das ist eine ganz wilde Geschichte tatsächlich. Ich hasse das, wenn du so Schinken isst, beißt rein und ziehst es dann aus dem Ding raus. Ne? Das ist das Allerschlimmste, was du dir vorstellen kannst. Und ich habe gesehen, in Italien wird auch viel gechoppt mittlerweile. Aber wir machen hier so ein paar, ja, Schinkenfetzen mit drauf. Ne? Und das Ding muss schön fett sein gleich. Und dann hast du nachher bei jedem Biss von allem so ein bisschen was. Das finde ich schon eigentlich gesagt, ganz geil. Und das Gute beim Kochen ist, du darfst es schon probieren. Oh, stark. Das Filetstückchen Hash Browns. Ja, Pancetta ist auch noch da, gell? So, jetzt wird's kritisch, Kinder. Das weiß ich jetzt schon. Also, man muss hier normalerweise hier erst einmal so zumachen. Dann geht man hier oben drüber, alles rein. Passt auf, dass es nicht reißt. Der ist jetzt am Rand nicht so wunderschön geworden, aber den setzen wir jetzt nochmal hier drauf. Dann kann er machen, was er machen muss. Ich finde, sieht erstmal aus wie ein gültiger Versuch. Kann man sicherlich hübscher rollen, hübschen Teller anrichten, essen. So, mein lieber Max. Uiuiui. Schau mal, da ist das gute Stück. Ich finde, das sieht nach einem gültigen Versuch guck mal, aus. Da merkt man, dass du gastronomische Erfahrung hast. Da liegt noch ein bisschen Basilikum die sollst dabei. Sollst du dazu essen sogar? Echt? Ja, klar, finde ich voll geil. Ach, für den Italian Style, ne? Ja, Mann. Also, hätte man auch reinrollen können, aber da wird das immer so schnell so. Ersteindruck. Prall gefüllt. Wirklich. Also, not bad. Aber die Layer sieht man richtig, richtig schön. Was ich sehe, ist ein Breakfast Wrap. Okay. Weißt du, was ich meine? Also, ich finde es übelst geil. Ich bin total gespannt. Auch, komm, wir machen mal Hälfte. Was hättest du jetzt zum Burrito gemacht? Irgendwie so der Salat lässt das so wraphaft wirken, finde ich. Also Bernd, ich danke dir erstmal herzlich dafür, dass du gekocht hast. Und jetzt wollen wir das Ganze mal probieren. Guten Appetit. Jetzt muss ich mir gerade selbst noch mal vor Augen finden. Probieren, Pokerface, aufessen, bewerten. Also, let's try. Ich mach mit. Ja. Das sage ich. Ich liebe italienisches Essen, ich liebe amerikanisches Essen. Und das hier ist beides. Also, sehen wir uns gleich, wenn wir aufgegessen haben. Der Teller ist leer und es hat nicht lange gedauert, bis der Teller leer war. Ich hatte einen Riesenhunger. Portion war zu klein. Bernd, jetzt wo du die Seite wechselt, ja. Wie ist das jetzt zu warten darauf? Was sagt er, wie war es früher? Ah ja, ich kann es ja selber ganz gut einschätzen, weil ich mitgegessen habe tatsächlich. Was mich natürlich verunsichert hat, ist der Spruch, dass es eigentlich sehr rappig ist. Ne? Mhm. Weil der Salat ist ja, glaube ich, auch rappig gemacht. Hast vollkommen recht, aber ich mochte den Crunch da gerne drin, sag ich ehrlich. Ne? Ja. Gerade in Verbindung mit der Senfmayo fand ich sehr gut. Aber ich bin gespannt, was du sagst. Ich will dir gerade keine Worte irgendwie. Es war gar nicht das, was ich erwartet habe, aber es war verdammt geil. Also real talk. Ich finde wirklich, ich würde es nicht als Burrito verbuchen, sondern als Breakfast Wrap. Hm. So, weil du hast Elemente vom Burrito, aber du hast halt die Mayo, du hast Senf, du hast Salat, was schon so eher in Richtung Wrap geht, weg von diesem Mexikanischen. Mhm. Aber es war so lecker, dass es egal ist, was es war. Ja. Ganz ehrlich, ich glaube, ich gebe dem Ganzen, ich würde jetzt auch, ich tue es meinen vielen Gästen gleich, ich würde niemals eine 10 jetzt zum Frühstück geben. Ja, das war auch keine 10. Würde ich auch nicht sagen, aber es war, ich bin so zwischen 8,5 und 9. Guck mal, ja, das also ist schon sehr gut. Definitiv, es war super gut. Da war ja nur geiler Scheiß drin. Geht so ums Produkt auch so ein bisschen, ne? Ist ja klar. Komm, wir machen es mal spannend. Ich will, dass du dich weiter anstrengst. Wir machen 8,5 zum Frühstück. Also Bernd, Mittagessen, wir haben es gerade schon angeschnitten, ein nostalgisches Kindheitsgericht für mich. Es gibt Grindkopf. Und was das ist, erklärt euch der Bernd jetzt mal. Also Grindkopf ist ja im Grunde genommen hessisch auf Deutsch übersetzt ein Schorfkopf. Also weißt du, wenn du dir eine Wunde zugezogen hast und du kriegst so ein Schorf auf der Wunde und kratzt das weg, das ist in Hessen Grind. Von daher gar nicht so lecker. Aber ich kann es verstehen, ne? Wenn du diese Kindheitserinnerungen da die Vibes in dir auslösen und du dich daran zurückerinnerst. Ich glaube, dass ich nur scheitern kann, aber ich habe eine grobe Vorstellung davon, wie das ist. Das ist ein hessisches Ding und es kommt hier aus einer Region, wo Max und ich ja beide groß geworden sind. Also von daher fühle ich das genauso wie er, glaube ich. Ich habe mir was Besonderes einfallen lassen. Heute würde man wahrscheinlich einfach nur ein gemischtes Hackfleisch nehmen. Ich habe mir aber gedacht, ich will so diese fluffige Konsistenz hin, ne? Weil das ja schon ein relativ großes Hackbällchen ist. Also quasi so ein One-Hackbraten, so eine Portion ist das. Und ich könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen, als wenn das viel zu hart ist und das nicht geil schmeckt. Deswegen habe ich mir 4 verschiedene Fleischsorten organisiert heute. Zwar habe ich hier ein Schweinehackfleisch mit einem relativ hohen Fettanteil.
Dann habe ich ein relativ mageres Rinderhack, weil es einfach einen guten Geschmack hat und für die Konsistenz natürlich sehr gut ist. Und das hier ist ein Schweinemett. Und Schweinemett ist grundsätzlich immer ein bisschen grober gewolft. Und da ist natürlich schon Salz drin. Ne? Und das ist natürlich auch von der Konsistenz nachher, von der Haptik. Das ist dieses große Zusammenspiel, wo ich versuche, das jetzt so zusammenzurühren, dass es geil wird. Und weil es dann auch Sinn macht, immer ein bisschen Brät mit reinzumachen, und wir Brät eigentlich hier in dem, ja, im heimischen Umfeld so nicht herstellen können, habe ich mir hier so einen Leberkäse zum selber backen organisiert. Und wenn man da mal reinschaut, das ist hier so eine klebrige Masse, die aber Konsistenz hat. Ne? Also es ist eine homogene Masse. Und das können nur Metzger mit speziellen Geräten. Das Gerät heißt Kutter. Damit macht man das. Was wir als erstes mal machen, ist natürlich auch ein bisschen Toast damit reinschaffen. Erstmal ein bisschen Milch oben drauf. Toast einweichen lassen. Was ich hier parallel dazu schon mal gemacht habe, haben wir ein paar Kartoffeln aufgestellt. Die dürfen jetzt hier so vor sich hinkochen. Ich will ein Püree dazu machen. Ich glaube, dass ein Kartoffelpüree da am besten zu passt. So, das ist eine gute Mischung in meinen Augen. So, was da rein muss, ist Majoran. Das ist wichtig. Getrockneter Majoran. Das ist meiner Meinung nach elementar für Frikadellen und für das, was es werden soll. So, ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer, gell? Ist ja auch wichtig. Senf habe ich reingemacht, noch was gesehen. Und dann haben wir doch schon mal eine geile Masse. So, die stelle ich jetzt mal zu dir. Und derweil würde ich mir hier schon mal ein bisschen Knoblauch damit reinhauen auch. Das ist übrigens die schnellste Variante, Knoblauch zu schneiden, wenn ihr mich fragt. Jetzt noch ein paar Zwiebelwürfelchen. Der Eric hat mir eben gesagt, er filmt nicht gerne Zwiebel schneiden. Einmal drüber wischen, dann mengen wir. So, einmal sauber und weiter geht's. Ich hasse es, wenn wir nach dem Cut mit so reinkommen. So, jetzt kommt noch ein bisschen Gewürz dran. Und zwar Meat Booster. Extrem wichtig. Ich wollte ja eigentlich keine eigenen Gewürze verwenden heute, ne? Aber es gibt kein geiles Gewürz. Wie ist die Adresse? Wo kriegt man das, Bernd? So wird es geschmeckt. Shop.areal82.de. Kuss geht raus. Ist dafür, ja unten verlinkt. Da, dafür habe ich kurz mein Mikrofon angemacht. Ist ja unten verlinkt. So sitze ich verlinkt. Hier übrigens. Film mal. So auf der Bank. Ich sitze aber hier, ich gucke ein bisschen zu, bin aber leise, lass den Bernd sein Ding machen. Also ohne Witz, dieses Gericht, wenn es ansatzweise dahin kommt, wie ich es früher gegessen habe, dann da werde ich vielleicht ein Tränchen verdrücken. Oh! Es ist nicht, dass Pressure nicht schon on gewesen wäre, aber jetzt ist es natürlich nochmal. Ja, was soll ich sagen, Kinder? So, wir haben Toast in Milch eingeweicht, ne? Und das hier drückt man immer so ein bisschen aus, dass nicht ganz so viel Flüssigkeit mit reinkommt, aber Milch in der Hackmasse ist gar nichts Schlechtes, weil es gibt eine schöne Kruste außen. Und jetzt Handarbeit, ne? Jetzt versuchen wir das alles mal miteinander zu verbinden. Richtig geil wäre das jetzt noch, wenn wir es in die KitchenAid spannen oder hier die andere handelsübliche Küchenmaschine und lassen uns damit so einen Bischofhaken durchlaufen. Dann habe ich aber so ein bisschen zu viel Bindung drin. Ja, das Salz im Fleisch sorgt dafür, dass das dann so ein bisschen aufbricht und das ist mir dann zu viel. Ich habe ja hier den Fleischkäse quasi als bindende Kraft mit reingepackt. Ne? So sieht es jetzt aktuell aus, aber zwei Eier müssen natürlich auch noch rein. Auch schön verteilen wieder. Und seht ihr, warum ich mir hier so ein Ding geholt habe? Ich habe das früher immer in Schüsseln gemacht, solche Sachen. Aber ich finde mittlerweile, ich habe das in der Türkei gesehen, die nehmen auch immer so flache Sachen, um ihre Adanas zu machen, wenn sie nicht auf dem Brett komplett machen. Oder halt so Chickköfte oder so. Ich mag das immer, da siehst du alles, da kommst du in jede Ecke. In der Schüssel hast du so Wölkchen drin, die keiner braucht. Was jetzt noch ein bisschen reinkommt, ist, ich mache noch ein paar Semmelbrösel dazu. Und ich glaube, dann haben wir eine schöne Masse. Ja, das sieht gut aus. Perfekt, das könnte was werden. So, dann drehen wir uns noch mal ein paar ab von den Grindköpfen. Hände ein bisschen nass machen. Oh ja, ich merke schon, das ist eine tolle Konsistenz. Das wird was. Ich glaube, dass wir machen hier so eine schöne dicke Handvoll. Und dann geht ja schon direkt der erste in die Pfanne rein. Einfach ein bisschen Fett in die Pfanne. Und die steht jetzt auf 5 erstmal, weil die braucht gar nicht so eine harte Hitze am Anfang, sondern wir wollen das schön langsam, dass das vor sich hinschmort. Die werden noch so ein bisschen an Konsistenz hinzugewinnen und sie werden aber ein bisschen an Form verlieren, weil sie sich natürlich durchs eigene Gewicht so ein bisschen zusammensackt. Aber das ist auch vollkommen fein. Ja, dann braten wir die rundherum und dann bereiten wir uns in der Zwischenzeit die Zwiebeln zu. Schau doch mal bitte, wie wunderschön diese Grindköpfe sind. Genauso wollte ich sie haben. Also für mich läuft hier alles nach Plan, sage ich ganz ehrlich. Wenn die Konsistenz nachher noch so ist, wie ich es mir vorstelle, dann alles perfekt. So, ich habe mir hier ein bisschen Milch warm gemacht, Kartoffeln abgeschüttet in der Zwischenzeit. Die Milch wird jetzt ein bisschen gewürzt, da kommt Salz mit dran und wir machen Butter schon ein bisschen mit rein. So ein halber Block in etwa. So, Butter, Milch ist drin, nicht so gut. Ja, so Milch übergekocht, alles wieder behoben. Jetzt machen wir noch ein bisschen Muskat mit rein, das ist immer wichtig. Ne? Muskat und Püree sind Best Friends. Ja. Gucken wir doch mal, ob wir hier mal einen zurechtstampfen können. So ein schönes, ganz weiches Püree, so ganz smooth unten drunter. Das ist das, was ich mir wünsche. Da machen wir dann einen Deckel drauf, stellen es auf die Seite. Aber wir können ja schon mal Grindköpfe drehen, gucken, wie die aussehen. Ey, Konsistenz ist jetzt schon, sehe ich den schon an, dass das richtig gut wird. Und dann zeige ich euch schon mal grob hier, wie das mit den Zwiebeln gleich läuft. Mandoline in der gewünschten Dicke. Ah, das ist gut, genau so machen wir das. Das mache ich jetzt mit allen Zwiebeln, dann haben wir die schon vorbereitet. Bis gleich. Ey, wenn die jetzt noch schmecken, ne, dann haben wir alles richtig gemacht. Jetzt haben wir das hier stehen und setzen jetzt hier mit ein bisschen mehr Hitze direkt die Zwiebeln an. Ne? Die kommen jetzt hier rein. Fett ist drin. So ein bisschen Bratensatz haben wir hier auch schon von unseren Grindköpfchen. Das ist genau das, was du willst. Und das wird jetzt eine rustikale Zwiebelsauce. Ne? Und diese Zwiebeln müssen jetzt angebraten werden, bis sie so aussehen. Ja, schau mal hier. So langsam kommen wir an den Punkt, wo es geil wird. Schäumen wir das Ganze jetzt mal so ein bisschen auf mit einem Stückchen Butter. Also ohne Witz, ne? Ja.
der Geruch, der hier in der Luft liegt und das, was ich hier sehe, ich glaube, du bist auf einem verdammt guten Weg. Ich glaube, also, das wird gut. Ich glaube, das wird gut. Jetzt noch ein bisschen Meat Booster, der ist natürlich auch für Gemüse gut. Oh, ich habe gerade no joke so eine Vorfreude auf dieses Essen. Ja, es sieht auch schon ganz gut aus, ne? Ja. So, ich schäume das jetzt hier so mit ein bisschen Butter auf. Dann haben wir so ein bisschen Nussbutteraromen mit drin. Oh. Das ist schon sehr, sehr stark. Hast du denn selbst überhaupt schon mal Grindkopf gegessen? Ja, aber nicht bewusst als Grindkopf. Ja, sondern als so, Hackbraten. Ja, so ein Hackbraten ist noch was anderes. Das ist so, in Frankfurt dann nennt man das so ein Bratklops. Ah ja, okay. Ja, aber wenn wir uns ein bisschen Jus ziehen wollen, brauchen wir natürlich, müssen wir das ein bisschen tomatisieren. Jetzt können wir wieder hochgehen. Was wir jetzt noch machen, ein kleines bisschen Senf. Einfach nur so, damit es ein bisschen danach schmeckt. Der hat jetzt keine große Wirkung irgendwie auf Farbe oder Konsistenz. So, jetzt haben wir hier ein dunkles Weißbier. Damit gießen wir so ein bisschen an. Da muss man aufpassen, da darf man nicht zu viel machen, sonst schmeckt es sehr, sehr bierig, sehr, sehr bitter. Das willst du auf keinen Fall. Aber was du willst, das Gute aus dem Bier, den Geschmack, den wollen wir uns jetzt hier holen. Sieht doch schon wahnsinnig gut aus. Es ist an der Zeit, den Rinderfond hinzuzugeben. Das ist jetzt erstmal ein halber Liter. Ich denke, das könnte fast sogar reichen. Viel mehr brauchen wir gar nicht. Und schau mal hier, schon haben wir ein schönes braunes Söschen. So, jetzt geht's her, Grindköpf. Ey, jetzt nehmen wir mit den Händen. Zack, rein mit dir. So, Kinders. Oh ja, jetzt nehmen Sie Ihr schönes Bad im Zwiebelwhirlpool. Und da dürfen Sie jetzt natürlich Konsistenz nehmen, weil die werden wieder ein bisschen weicher dadurch. Ja? Und natürlich fertig garen. Unter normalen Umständen würde ich jetzt einen Deckel drauf machen, aber da das Hack ist, brauchen wir das gar nicht. Sondern die können jetzt bei offenem Deckel einfach so ein bisschen weiterschmoren. Dann verlieren wir ein bisschen Flüssigkeit, die Soße konzentriert sich und Max wird ausflippen. Klarer Fall. 20 Minuten später etwa sehen die Jungs so aus. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sie auch schon rausholen können. Das heißt, sie müssen immer einmal rein, sie müssen wieder raus. Und dann werden wir die Soße einfach so ein bisschen abziehen. Abziehen heißt, wir arbeiten so ein bisschen an der Konsistenz. Deswegen habe ich hier immer so ein bisschen von so einer klassischen Mehlschwitze da. Da geben wir jetzt einfach so ein bisschen was mit rein. Das ist komplett geschmacklos, besteht einfach nur aus Fett und Mehl. Und so ein kleiner Küchenhelfer, den ich jedem nur empfehlen kann. Das darf man auch nicht übertreiben, muss man sich langsam rankämpfen. Und jetzt haben wir eine Konsistenz, wo ich sage, das geht doch locker als schöne dunkle Soße durch. Kleines Salätchen dazu, ganz schnell. Zeige ich euch, wie es geht. Ne? Ein Löffel fetten Joghurt, anderthalb. So, dann ein bisschen Salz. Dann geht da so ein bisschen heller Balsam rein. Und wir machen noch ein ganz kleines Schlückchen Öl dazu. Und was ganz, ganz wichtig ist, ein Tropfen Maggi. Die Flasche muss ich suchen. Oh, ey, ich habe die kleine Flasche geholt. Kennt ihr, ne? So, da müssen ein paar Spritzer dran. So war es bei der Oma immer. Ich hoffe, der Max feiert das halb so wie ich. Das ist krass. So, jetzt ein kleines bisschen Senf noch von dem groben. Einfach nur so, mit ein paar Stückchen drin sind. Und was wir noch reinschnippeln, ist ein bisschen Schnittlauch. Das ist eine tolle Sache, sage ich euch gleich. Dann einmal probieren und gucken, ob Zucker fehlt. Fehlt Zucker. Süß-sauer. Alles, was wir jetzt noch machen, ist anrichten. Und ich sage euch was, wir treffen uns gleich drüben am Tisch wieder. Und da bin ich echt gespannt. Ich weiß, beim Frühstück war es das eine. Das Abendessen wird auch krass. Ob es ihn hier flasht, da bin ich absolut unsicher. Uiuiui, Bernd. Seid ihr bereit? Diesmal esse ich ja voll mit. Ja, absolut. Das war einfach. Das sieht ja wirklich aus wie, wie hieß der Laden? Alte Frankfurter Hof. Frankfurter Hof. Guck mal, das trifft sich auch sogar. Ja, ja, total, Frankfurter Hof. Freunde. Wollen wir es noch ein bisschen romantisch machen? Ganz kurz. Bevor ich es probiert habe, möchte ich auch mal Danke sagen, weil einfach vor diesem Gericht noch mal zu sitzen, obwohl es das Restaurant nicht mehr gibt und ich das seit Jahrzehnten gefühlt nicht mehr gegessen habe, das ist einfach geil, Bernd. Das kann nur gut schmecken. Okay. Lass uns probieren. Kannst Danke fürs Kochen. Danke fürs vielen lieben Dank für deinen Besuch und für andere kochen ist ja mein großes Ding, von daher. Oh ja. Dein Pokerface, oh ja, ne? Der schneidet sich aber schon sehr, sehr gut. Zwiebel-Kartoffelpüree, lassen wir so schmecken. Ist das noch Pokerface? Ich weiß es nicht, aber alter Schwede, das ist wirklich geil. Ich schwöre, das ist krank. Scheiße. Ich fühle es auch, ich fühle es also auch. Wirklich. Ist genauso geworden, wie ich es wollte. Eieiei. Also das macht wirklich was mit mir. Ich scheiß drauf, wir warten, die Kamera geht jetzt auch nicht aus, eine 10 von 10. Ich muss nicht mal. Jetzt schon? Eigentlich ist das eine 12 von 10, weil es ist wirklich, es trifft zu 100% das, was ich gesucht habe, was ich vermisst habe. Wie schön. Und ich hatte wirklich gerade, man hat es bestimmt gesehen, ich habe wirklich so ein bisschen Gefühl Tränchen bekommen. So, weil ich finde das so geil, dass du mir diesen Moment beschert hast, ist wirklich einfach geil. Das hast du so wunderschön gesagt. Ich freue mich sehr darüber, weil Essen ist Emotion. Mhm. Vor allem auch an die Menschen, die nach unserem Video im Sensorkan gesagt haben, wir sind voll die Abgehobenen. Haben weil wir so Baggio und so viele waren. Ja, ja. War noch ein paar dabei. Ja, ja. Hätte man natürlich auch denken können. Ja. Aber guck mal, das hier ist doch auch genauso Leidenschaft, pure Emotionen. Einfach Hackfleisch, Kartoffeln und Zwiebeln. Es ist wirklich. Also, ja, eine tolle Konsistenz. Also dieser Leberkäse, was das damit gemacht hat, auf jeden Fall auch. Das ist schon. Also ich werde ohne Witz, das werde ich demnächst nochmal kochen für meinen Papa und mich, weil wir haben das früher immer zusammen gegessen. Das ist so geil. Und jetzt habe ich ein Rezept, Bernd. Dankeschön, mein Plan ist aufgegangen. Eric, jetzt musst du, probier mal meine Kindheit, Eric. Ja.
So, Freunde, es wird Zeit, vom Himmel wieder zurück auf die Erde zu kommen, denn jetzt gibt es das Abendessen. Das war wirklich ein Hochgenuss. Ich habe es jetzt oft genug gesagt. Unglaublich geil. Das hat richtig gut getan. Und jetzt habe ich dir gesagt, Bernd, flash mich und flash mich mit einer asiatischen Speise. Jetzt habe ich dir das berühmteste asiatische Gericht außerhalb von Asiens vorbereitet. Einfach auch, weil ich weiß, dass du so ein Amerika-affiner Typ bist. Ja. Von daher mache ich ein General Tso's Chicken. Das ist quasi in den USA erfunden worden. Läuft bei Panda Express wie wild. Mhm. Und ich habe ein Rezept aus verschiedenen zusammengebaut. Das ist mein eigenes Rezept, was wir jetzt machen. Es hat unheimlich viele Zutaten, deswegen kann ich es mir nicht merken. Wäre geil, wenn du es mir gleich mal vorlesen könntest. Kein Problem. Ich habe aus der Videobeschreibung habe ich mir einen Screenshot rausgesucht. Ich bin ein bisschen dabei, guck dir ein bisschen zu, sag dir, was du eigentlich da so reinmachst. Ja, bitte. Aber ich bin hyped. Wie fangen wir denn an? Ich fange an mit Huhn, auf jeden Fall. Huhn, okay. Habe einfach zwei Hähnchenbrüste. Ja. In dem Fall hier keine Polofinos, sondern bewusst Hähnchenbrust genommen, weil einfach von der Größe her bietet sich das an. Man kann es einfach gleichmäßiger machen. Ne? Mhm. Und dann machen wir uns hier so, ja, wie soll ich sagen? So Bites. Ja, so Gulasch-große Stücke, ne? So Chicken Popcorn-mäßig. Ja. Jetzt brauche ich hier von dir die Marinade. Ganz recht. Nun denn, Bernds eigene Videobeschreibung. Ich mache hier so ein bisschen Salz schon mal dran, einfach. Mhm. So, Salz haben wir jetzt schon dran. Ja, ein bisschen Natron, 1-2 Teelöffel. 1-2 Teelöffelchen. Mit Augenmaß, genau. Tom Bernie. Dann 2 Eiweiß. Salz und Natron verrühren. Trust the process. Ja, voll. So, wie viel Stärke? 2-3 Esslöffel. 2 und dann gucken wir gleich mal, ja? Ja. So, weiter. Und dann noch ein Esslöffelchen mehr. Ich wollte gerade helfen. Ja, easy. Jetzt beim letzten hätte ich dir geholfen. Easy, easy. Ja. So, und dann gucken wir uns das mal an, wie es aussieht. Und du schmeißt das jetzt gar nicht nochmal in Mehl rein oder so? Nee. So ein bisschen Soße wollen wir noch zusammen. Ja, Soße machen wir. Schnapp dir mal eine Schüssel. Ich hab. Und dann haust du mir rein, mein Lieber. Geriebenen Ingwer. Hauen einfach drauf. Hast du gesehen, wie der Kameramann gezockt hat gerade, ja? Ja, ja. Ja, und vor allem, du brauchst nicht mehr schälen, ne? Ja. Ist vorbei. Knoblauch 2 gerieben. 3 getrocknete Chilis. So, die gehen jetzt einfach mal hier so dick mit rein, weil das hat einen großen Vorteil. Alles, kann was man so nachher, wieder genau, alles, was nachher rot ist und du nicht willst, kannst du rausholen, ja? Hühnerfond, 6 Esslöffel. Oha, 6 Stück, ein bisschen was. 3 Sojasauce. Yes, sir. Yes. 1 Esslöffel süße Soja. Sehr schön. 4 Esslöffel Rohrzucker. 2, 3, 4. Bernd, wie soll ich das nachkochen? So viel Zeug, da steht der ganze Anbruch bei mir zu Hause. Ja. Kann ich verstehen, wenn du nicht oft asiatisch kochst, aber bei mir ist das ja einfach, ich verwende das wie Öl, Salz, Pfeffer, 5 Spice, das ist einfach selber, weißt du? 2 Esslöffel Kochwein. Boah, damit musst du halt ganz genau sein. Ne? Kochwein kann man der knallt, wirklich selten oder kaufen. Ja, das ist unsaufbar, das Zeug. Ne? Oh, weißt du, woran es mich erinnert? Yes, an deine Teriyaki-Soße. Ja, da ist auf jeden Fall drin davon. Ja. Stimmt, die schmeckt danach. Ja. Ne? Da brauchen wir jetzt nur noch je 1 Esslöffel Austernsoße und Stärke. So viel machst du da auch rein, okay? Das ist Honig. Yes, baby. Austernhonig. So muss er sein, ja. Geil. Die ist wirklich geil. Ja. Also das ist eine gute. Und die Stärke, man kennt ja auch diese Brand, weißt du? Ja, ja. Und die Stärke bindet das jetzt wahrscheinlich schon ganz ordentlich. Exakt. Ne? Ja, jetzt noch nicht, aber gleich. Mhm. Mit Hitze bindet Stärke. Genau. Nur unter Wärme dann quasi. So, dann machen wir hier schon mal so 1 Löffel rein und ein bisschen was. Mhm. Und dann rühren wir uns das auf. Ja, die dürfen auch nicht aneinander kommen. Chill. So, die Jungs jetzt hier rein. Nicht overcrowden. Garen, bis sie goldbraun sind. Und dann sehen sie so aus. Und Max, hörst du das? Dieses, ja. Aber wie? Das Wasser kommt jetzt in das Fett. Und dadurch knistert es. Genau, so. Dann fängt es an zu verbrennen. Deswegen schäumt es auch so ein bisschen. Mhm. Und dann sind wir jetzt. Oh, ist das nicht wunderschön? Ja, da sind wir an dem Punkt, wo das hier rauskommt. Das Rezept gibt es natürlich auch auf meinem Kanal. Ist hier unten verlinkt. Und wie immer, klickt auf Bernds Namen im Titel und gebt dem Mann noch mehr Abonnenten. Nicht bereuen. Falls die bei dir noch nicht abonniert haben, was ich mir nicht vorstellen kann, ja, ehrlich gesagt. Mhm. Hier unten ist ja die Box, wo man einfach raufklickt. Das kostet nichts und schmeckt gut. Ja. Weiß man doch nicht erst seit gestern. Verstehe ich gar nicht. Also denkt mal ein bisschen nach, Leute. Bitte. Kostet nichts, schmeckt gut. So, mehr braucht es gar nicht. Viel mehr brauchen die nicht. Ne? So, ja. Aufrühren. Und jetzt gucken, was passiert. Guck mal hier, 2 letzte Ölung kriegen die jetzt. Double Fried Chicken. Double Fried Chicken. Oh, guck mal, wie dick das wird. Alter, ist das krass. Ja, richtig schön. Es darf auch nicht zu dick werden, oder? Fertig ist es. Weißt du, was wir jetzt machen? Ohne Abtropfen rein. Oh. Aber ohne nochmal aufs Papier. Ui, ui, ui. So, jetzt ab geht's, oder? Jetzt Platte, Vollgas. Eieiei. Und jetzt schnell essen. So, mein lieber Max. Das ist ja eine Überraschung. Ich war ja gerade gar nicht mit in der Küche. Mama mia. Guck mal, hier ist es schon richtig schön gemütlich, schummrig geworden. Ja. Es war ein Tag wie in meinen Träumen, den ich mit dir verbracht habe. Und bevor ich dir weiter verbal die Stange poliere, probieren wir jetzt einmal dieses wunderschöne Chicken. Damit wir die Crunchiness noch wahren. Einfach Chicken, Soße, ein wenig Reis. Let's go. Mama mia. Ich hätte gerne noch weiter rumgeredet, weil eigentlich muss ich ja jetzt schon wieder meinen eigenen Regeln folgen und aufhören zu reden. Aber du hast mir gesagt, dass das für dich der schwächste Part bei PK ist, ne? Mhm. Dass man beim Essen in Ruhe gelassen wird. Aber ich finde, das will ich den Gästen immer schenken. So diesen Moment von Genuss und Austausch ohne Kamera, so, weißt du? Also von mir aus kannst du die Kamera ausmachen. Cut.
Teller leer. Ich habe gerade eben mir schon wieder mein Pokerface nicht ganz gewahrt. Ich habe gesagt, es war lecker. Und ganz ehrlich, ich wüsste nicht, wie es besser sein sollte. Ich finde, diese Soße zieht einem komplett die Schuhe aus. Ja. Das ist geschmacksintensitätstechnisch mehr als eine 10 von 10. Ja, das sauklebrige Angelegenheit auch. Ne? So, das, boah. Das Chicken ist am Anfang noch ein bisschen crispy hinten raus, nicht mehr so sehr. Aber auch das hat was. Ne? Das hat einfach die Flüssigkeit in der Soße. Ne? Absolut, absolut. Deshalb geiles Chicken, geile Soße, neutraler Reis, perfekte Beilage dazu. Einfach ein bisschen. Was soll man besser machen? Da muss ich jetzt auch einfach mal den Was soll man besser machen ziehen und einfach sagen 10 von 10. Nein! Es ist so, doch. Oh. Es ist so, weil es ist halt... Habe ich das verdient? Man kann es, also es geht halt nicht besser. Bist du geflasht? Ich bin geflasht. Die Soße macht es für mich. Ich habe jetzt schon ein bisschen aufgegessen, aber die ist noch 100% da bleib in meinem Mund. Die bleibt. Voll, 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 voll. Ne? Die ist Umami, die... Ja. Hat Klebrigkeit, Süße. Die und kein MSG, ne? Ich werde dieses Mittagessen, das tue ich in die Liste mit unvergesslichen Momenten mit Bernd. Kommt nach ganz weit oben, würde ich sagen. Sehr schön. Und ja, ihr werdet uns noch häufiger gemeinsam sehen. Wir fahren wieder nach Köln. Bernd, ich küsse dein Herz. Vielen, vielen herzlichen Dank. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Es war, ich habe schon viel für Gäste gekocht, für hochrangige, prominente Politiker, keine Ahnung, Staatsmänner. Aber so wie gestern Abend aufgeregt, so dieses Flash mich, das hat mich weggenommen. Deswegen von mir berühmte letzte Worte. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Abonnieren Sie den Kanal, geben Sie einen Daumen nach oben, schreiben Sie einen Kommentar. Tschüss, auf Wiedersehen.